Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ein Valentinstag-Angebot, das beinhaltet eine Liebeslegung und Astrologie, wo ich euren Geburtshoroskop vergleiche nach indischen Berechnung. Mein Honorar beträgt bei diesem Angebot 14 Euro. Liebe Emiria, ich grüße dich, das ist dein Video und ich starte mit Karten und dann schauen wir das alles nochmal astrologisch an. Die erste Karte, dieser Ring, kann auch eine Verlobung sein. Nicht im Gegenwart, aber im späteren Zeitpunkt kommt das in die Sprache. Dieser Ring bedeutet auch etwas Wiederkehrendes. Etwas kehrt zurück in dein Leben oder jemand kehrt zurück in dein Leben. Was der Ring noch symbolisiert, das sind die Verträge, Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag. Neben diesem Ring, die Vögel symbolisieren die Gespräche. Da kommt eine Nachricht. Das kann auch Telefongespräch sein oder ein Treffen, ein persönliches Gespräch. Und die dritte Karte setzt alles in Bewegung. Das kann natürlich Beweglichkeit sein in dein Leben, aber symbolisiert auch Sport oder Auto. Außerdem dieser Reiter kann eine männliche Person sein. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit und setzt etwas in Bewegung, möchte mit dir sprechen und das heißt ein Treffen. Und das kann dein Herzensmann sein. Und jetzt schauen wir an sein Gegenwart. Rechts in die Mitte sehen wir diesen Turm. Das kann Ämter sein oder Gericht. Aber bedeutet auch, wenn wir uns gefangen fühlen in unseren eigenen Gefühlen, wie Angst zum Beispiel. Deutet auch hin auf Einschränkungen. Das kann natürlich auch im Zusammenhang sein mit dieser Corona-Krise. Aber bedeutet auch wie ein Wand zwischen euch beiden. Er fühlt sich eingeschränkt. Er fühlt sich gefangen momentan. Aber dann folgt die Blumenstrauß. Er möchte dich beschenken. Oder kommt eine Überraschung. Bedeutet auch er sieht dich sehr attraktiv und weiblich, schön, gepflegt. Dieser Blumenstrauß bedeutet auch Frühling. Und im Frühling verbessert sich die Lage. Das kann Monat Mai sein. Das bringt aber Glück, zeigt die Sternenhimmel. Die Sternenhimmel bedeutet nicht nur Glück, sondern auch die Zeitqualität, wenn das in die Sternen geschrieben ist. Und dann bricht dieser Turm zusammen. Und das bringt uns Glück und das kann Monat Mai sein. Das ist die Zeitqualität. Und jetzt schauen wir an, worüber sollst du Gedanken machen, weil das kommt als nächstes. Die erste Karte oben links zeigt ihn. Bei dir steht er im Mittelpunkt. Dieser Mann ist für dich sehr wichtig. Neben ihm erscheint der Hund. Er bleibt treu erhalten. Aber Hund symbolisiert auch Freundschaften. Vielleicht nähert sich erstmal freundschaftlich, aber es ist mehr als Freundschaft. Und damit wirst du auch Glück haben, das zeigt die Glücksklee, aber erst ab April, weil dieser Zeitpunkt symbolisiert diese Karte. Und jetzt schauen wir an, worüber soll er Gedanken machen, weil das passiert bei ihm in die nächste Zeit. Bei ihm stehst du im Mittelpunkt.
weil diese Dame in die Mitte symbolisiert dich. Und neben dir ist dieses Brief. Diese Nachricht wird kommen. Er wird es mit dir mitteilen. Dieser Brief kann auch ein Dokument sein und steht in Verbindung mit diesem Turm. Und das sind die Ämter oder ein Gericht. Du wirst das auch erfahren. Und vor dir die Störche zeigen diese Veränderung. Die Störche bedeuten oft Umzug. Also du kannst damit rechnen, dass dieser Mann umzieht. Und jetzt schauen wir an deine Geheimnisse. Entweder das, was du nicht anschauen möchtest, oder was du im Geheimen halten sollst, oder das, was später kommt und ist noch gar nicht sichtbar, also ist auch ein Geheimnis. Deine Geheimnisse. Die erste Karte ist der Mond. Mond bedeutet die Sehnsüchte, die Wünsche, die Hoffnungen und auch die Träume. Außerdem Mond bedeutet Empfängnis. Du wirst etwas empfangen und genau das, worüber du träumst. Natürlich kann auch Telepathie sein, dass er denkt an dich und spürt deine Energie und erscheinst du in sein Traumbild. Die mittlere Karte, diese Wolke, heißt, es ist noch etwas bewölkt, undurchschaubar. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Aber die Mäuse entfernen das. Im Kartenlegen bedeutet dort, wo die Mäuse sind, sie fressen alles auf und dann ist nicht mehr da. Das heißt, diese Wolke verschwindet und kommt Klarheit. Und du wirst das erleben, wovon du träumst. Jetzt schauen wir seine Geheimnisse an. Entweder das, was er nicht anschauen möchte, oder seine Geheimnisse, kann auch bedeuten, dass etwas, was später passiert, und er sieht es noch gar nicht, also ist auch noch ein Geheimnis. Seine Geheimnisse. Die erste Karte unten rechts, diese Peitsche, bedeutet Streitigkeiten. Und das tut auch weh. Er sagt aber nichts darüber. Neben dieser Peitsche ist die Lilien, zeigt sein Unschuld. Er ist unschuldig, wird aber beschuldigt. Diese Lilien bedeutet auch Reinheit. Er möchte etwas bereinigen und klären. Die Lilien bedeutet auch bei Kartenlegen die Intimität. Das ist so sein verborgenen Wunsch. Und dann folgt das Haus. Das kann sein Zuhause sein, seine Familie sein, aber auch ein gemeinsames Zuhause. Und weil oben die Störche Umzug zeigen, du kannst damit rechnen, dass dieser Mann nach diesen Streitigkeiten umzieht. Und damit klärt sich etwas auf. Und die nächste Karte zeigt, was verbindet euch. Dieser Baum bedeutet, einen Platz zu finden, wo man das Gefühl hat, ja, hier bin ich angekommen. Ihr beide wollt verwurzelt zu sein. Und dieser Baum zeigt auch diese Stabilität und Halt im Leben. Es geht nicht schnell voran. Baum zeigt ein langsames Wachstum, dafür ist aber sicher. Und es kann ein gemeinsamer Lebensweg sein. Und jetzt vergleiche ich euren Horoskopen und beschreibe ich das astrologisch. Sonne symbolisiert dein Selbst, deine Selbstdarstellung. Wenn du das Leben betrachtest wie ein Theaterstück, dann zeigt die Sonne für dich, du spielst hier die Hauptrolle. In deinem Geburtshoroskop befindet sich deine Sonne
nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Steinbock. Steinbock gehört zum Erdeelement und das zeigt die Realität. Du kannst deine Ideen im Tat umsetzen und bist du auch bodenständig. In ersten Lebenshälfte ist vielleicht einiges zu streng für dich, aber im zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich etwas. Und das sind deine Ziele. Und Steinbock gibt das nicht auf. Zurzeit bewegt sich hier Saturn. Also dieses Jahr hast du Saturn-Einfluss. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Oft belehrt uns auch. Bei dir werden dieses Jahr schicksalhafte Veränderungen da sein. In sein Geburtshoroskop befindet sich Sonne nach indischen Berechnung im Schütze. Schütze ist eine bewegliche Zeichen. Er braucht immer wieder mal Bewegung. Schütze steht in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakten, auch Reisen. Das kann aber auch eine innere Reise sein. Schütze neigt zwar dazu zum Denken, es muss noch was Besseres auch noch da sein, aber Schütze kann etwas verwirklichen. Und das ist die Orientierung. Und genau das zeigt die Pfeil der Schütze. Das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell, energetisch bedeutet, das sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Dann kommen dazu die Feuerelement, die Kraft und Mut und auch die Begeisterung. Er braucht klare Ziele. Wie ist die Verbindung zwischen euch beide? Du gibst ihm die Ruhe. Außerdem, die beiden Tierkreiszeichen sind benachbarten Tierkreiszeichen und das ist die Nähe und Vertrautheit. Das fühlt sich wirklich so an wie gute Nachbarschaft. Und auf das könnt ihr die Beziehung aufbauen. Und jetzt schauen wir an die Mondenergie. Mond symbolisiert unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte und Träume. Mond herrscht über unseren Gefühlen. Du bist kurz nach Neumond geboren in einer zunehmenden Mondphase in Zeichen Wassermann. Wassermann zeigt dir, du bist einzigartig und außergewöhnlich. Was Wassermann noch vermittelt, das ist die Luftelement, die Leichtigkeit oder auch ein gewisser Freiraum, das brauchst du, das braucht dein Gefühl. Er ist eine abnehmende Mondphase geboren in ein Halbmond. Halbmond ist schön, aber bedeutet Spannung. Oft kommt es von Kindheit, weil Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter. Und das kannst du so vorstellen, bei einem Halbmond steht Sonne, Mond und Erde in einer Verbindung, in ein Dreieck. Und fehlt etwas, fehlt die Ausgleich, fehlt die vierte Tierkreiszeichen oder vierte Element, das, was er in Kindheit nicht bekommen hat. Sein Sonne steht im Schütze, das ist Feuerelement. Unserem Planet Erde war in Zwillingen, das ist Luftelement. Und sein Mond befindet sich im Jungfrau und das ist Erdeelement. Es fehlt die Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und das braucht er von anderen. Er saugt das auf. Die Verbindung zwischen euch beide entspricht einem sogenannten Quinkungsaspekt und das bedeutet Unsicherheit.
Ihr beide seid etwas unsicher, was diese Beziehung betrifft. Dieser Quinkungsaspekt kann aber auch etwas Interessantes auch darstellen. Eine außergewöhnliche, interessante Verbindung zwischen euch beiden. Woran ihr beide arbeiten sollt, die Ängste, Unsicherheit loslassen. Und jetzt schauen wir an die Venus-Energie. Venus bedeutet Schönheit, Kreativität, Harmonie und Frieden. Bei uns Damen zeigt die Weiblichkeit und auch das, wie wir die Liebe erleben. In deinem Geburtshoroskop befindet sich Venus im Wassermann. Du bist als Frau einzigartig und außergewöhnlich. Und in seinem Horoskop zeigt Venus seinen guten Geschmack, das, was er liebt, oder seine künstlerische Begabung, aber auch, was erwartet er von einer Frau. Und sein Venus befindet sich im Schütze. Diese Frau soll zielbewusst sein, immer in Bewegung sein und er mag auch gemeinsamen Reise oder sportlichen Aktivitäten. Dein Venus im Wassermann befindet sich im Luftelement, sein Venus im Schütze befindet sich im Feuerelement, was auch Leidenschaft auch bedeutet, die beiden Elementen harmonisieren miteinander. Hier, was die Liebe betrifft, habt ihr die Harmonie. Und jetzt schauen wir an die Mars-Energie. Mars bedeutet Kraft. Und diese Kraft haben wir Frauen auch, weil wir müssen uns durchsetzen im Leben oder uns wehren. Und das ist alles Mars-Energie. Bei uns Damen bedeutet Mars aber auch der Mann, unserem Seelenpartner. Bei männlichen Horoskopen bedeutet Mars auch der Kraft, aber auch ihren Männlichkeit. In dein Geburtshoroskop befindet sich Mars in Zeichen Waage. Das ist nicht das Optimalste, wenn es darum geht, dich zum Wehren oder dich durchsetzen. Dafür liebt Waage die Harmonie. Aber wenn du künstlerisch tätig bist, dann kannst du deine Kraft in diesem künstlerischen Tätigkeit, in diesem Bereich einsetzen. Dann hast du Vorteile mit Mars im Waage. Mars bedeutet auch deine Vorstellung über diesen Mann. Er soll gut aussehen sein, gepflegt, vielleicht ein Künstler. Und du liebst auch die Harmonie in die Beziehung. Sein Mars befindet sich im Zeichen Wassermann. Genau dort, wo dein Venus ist. Also habt ihr mal so Querverbindung zueinander. Und Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Er fühlt sich als Mann auch einzigartig, außergewöhnlich. Ihr habt auch die Harmonie, weil dein Mars im Waage gehört zum Luftelement und sein Mars im Wassermann gehört auch zum Luftelement. Das zeigt, ihr seid im gleichen Wellenlänge, ihr seid im Einklang, im Harmonie. Liebe Emiria, so könnte ich dieses Valentinstag-Angebot erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.